Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Justul für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten TRW-Spurstangenköpfe als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus und ziehe die Handbremse an. Um die Spurstange und den Spurstangenkopf an deinem Wagen zu wechseln, musst du den vorderen Teil des Autos anheben und die Räder entfernen, damit du richtig ans Steuerungssystem herankommst. Lockere die Radbolzen an den Vorderrädern, hebe den vorderen Teil des Autos an und stelle ihn auf zwei Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens, vor diesem Schritt das Tutorial deinen Wagen sicher anheben anzuschauen. Danach kannst du die beiden Räder entfernen. Vergiss nicht, sie unter das Auto zu schieben. Du kannst nun den Spurstangenkopf sehen. Die zu entfernenden Teile sind häufig verklemmt. Du kannst sie abbürsten und ein Kriechöl verwenden, um den Vorgang zu erleichtern. Mache mit einem Markierstift eine Markierung zwischen der Schubstange und dem Spurstangenkopf. Du wirst diese später beim Ausbau und beim Wiedereinbau benötigen. Löse mit einem 22er Maulschlüssel die Haltemutter des Spurstangenkopfs. Halte den Spurstangenkopf mit einem 21er Schlüssel fest, damit er sich nicht dreht. Die Kontermutter soll verhindern, dass sich die beiden Teile untereinander verdrehen, was sich auf die Achsvermessung deines Fahrzeugs auswirken könnte. Löse mit einem 17er Schlüssel die Haltemutter vom Spurstangenkopf. Nun musst du den Spurstangenkopf aus seinem Platz lösen. Benutze dazu einen Spurstangenentferner, mit dem du den Spurstangenkopf leicht vom Drehgelenk entfernen kannst. Löse den Spurstangenkopf unter Beachtung der Markierung und zähle dabei, wie viele Umdrehungen notwendig sind, um den Spurstangenkopf zu entfernen. So kannst du beim Wiedereinbau die ungefähre Einstellung feststellen. Damit er noch genauer wird, empfehlen wir dir, den Abstand zwischen der Kontermutter und dem Ende des Spurstangenkopfs mit einem Messschieber zu messen. Dennoch musst du nach diesem Vorgang eine Achsvermessung bei einem Fachmann durchführen lassen. Entferne die Kontermutter der Schubstange. Entferne mit einer Zange die äußere Metallklemme vom Schutzbalk der Lenkschubstange. Entferne den Innenring des Balks. Schneide den äußeren Teil des Balks mit einem Cutter so ab, dass er entfernt werden kann. Nimm den Balk heraus. Mit einem Spurstangenwerkzeug oder einem Spurstangenabzieher, einem speziellen Werkzeug für diese Arbeit, kannst du das Ganze problemlos lösen. Dazu schiebst du das Werkzeug bis zum fixen Teil der Spurstange ein und übst dann mit einer Ratsche und einer langen Verlängerung Kraft im Gegenuhrzeigersinn aus. Wenn die Spurstange mit Markierungen versehen ist, löse sie mit einem Schraubenschlüssel. Hallo, ich bin Opa von Justul. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke! Du findest die im Video verwendeten TRW-Teile und Produkte als Link in der Beschreibung. Nimm dir die neue Spurstange des Stabilisators zur Hand und löse die mitgelieferten Kontermuttern. Bevor du die neue Spurstange einsetzt, trage Gewindesicherung auf, um zu verhindern, dass sie sich zur falschen Zeit löst. Blockiere die Lenkschubstange immer noch mit demselben Werkzeug oder einem Schraubenschlüssel, aber diesmal im Uhrzeigersinn. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel an. Entferne dann das Werkzeug. Nimm dir den neuen Balk zur Hand und montiere den im Kit enthaltenen Ring darauf vor. Trage Silikonfett auf den Teil der Spurstange auf, der mit dem Balk in Berührung kommt. Du kannst die Räder drehen, um den Einbau des Balks an seinem Platz zu erleichtern. Du kannst nun den Ring mit dem speziellen Werkzeug oder mit einer Zange verkrimpen. Bringe dann die äußere Klemme wieder an. Schraube die Kontermutter fest bis zur Distanz, die du mit dem Messschieber gemessen hast. Löse mit einer Drahtbürste das Drehgelenk ab und trage dann Silikonfett auf den flachen Teil auf, der später mit dem Balk des Spurstangenkopfs in Berührung kommt. Fette auf keinen Fall das Innere des Kegels ein. Nimm dir den neuen Spurstangenkopf zur Hand. Setze den Spurstangenkopf wieder ein, bis er an der Kontermutter anliegt.
setze den Spurstangenkopf wieder am Drehgelenk ein. Bringe die Mutter, die mit dem neuen Teil geliefert wurde, wieder an und ziehe sie mit einem 17er Schlüssel, einer Ratsche und einem T30 Torx Einsatz fest. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel fest. Ziehe die Kontermutter abschließend fest, während du den Spurstangenkopf mit einem 21er Maulschlüssel festhältst, um ihn nicht zu beschädigen. Du kannst dann die Räder wieder an deinem Wagen anbringen. Während dieses Vorgangs greifst du in das Steuerungssystem deines Wagens ein. Eine fachmännisch durchgeführte Geometriekontrolle garantiert die perfekte Einstellung und Funktion deines Steuerungssystems. Stelle dein Auto wieder auf den Boden und blockiere die Räder gut. Vorgang beendet. Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke!